Artikelnummer SCP-1483. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. Für die Bewachung von SCP-1483 sind aufgrund des Charakters des Artikels sowie der Schwierigkeit, ihn zu betreten, nur minimale Sicherheitsvorkehrungen erforderlich. Alle Ein- und Austritte in bzw. aus Universum B-10208-Alpha-1483 werden durch die Falcon- und Dust-Zeitstationen auf der jeweiligen Seite des Übergangs überwacht und geregelt. Im Falle einer aggressiven Invasion der Baseline-Realität durch SCP-1483 sind die Notfallsprengladungen rund um die Dust-Zeitstation zu zünden, wodurch der Zugang zu SCP-1483 unterbrochen wird. Das gesamte Personal, welches der Foundation-Botschaft oder anderen Standorten innerhalb der Grenzen von SCP-1483 zugewiesen wurde, kann vom Aufsehergremium nur aufgrund der Vorschriften zur Verantwortung gezogen werden, die in der Satzung über das grundlegende Verhalten während der Operation festgeschrieben wurden. In allen anderen Angelegenheiten muss sich das Personal an die in SCP-1483 geltenden Gesetze sowie an alle Bestimmungen, die in den Vereinbarungen mit dem Thron der Kaiserin und dem Kaiserlichen Institut für Paranatürliche und Esoterische Studien im folgenden KIPES festgehalten wurden, halten. Foundation-Standorte innerhalb von SCP-1483 gelten als halbautonome Einsatzgebiete im Rahmen der Bestimmungen zur Erforschung und Erkundung. O5 Sonderanweisung 108-A. Es wurde die Position des Kommissars geschaffen und mit Freigabestufe 5 versehen, um die Aktivitäten der Foundation in SCP-1483 zu überwachen. Außerhalb dieser Zuständigkeit verfügt die dieser Position zugewiesene Person über keine weiteren Befugnisse. Beschreibung: Bei SCP-1483 handelt es sich, wie durch lokale Karten und Tag- und Nachtzyklen bestätigt, um eine Version des Kontinents Antarktika, welche sich im Universum B-10208-Alpha-1483 befindet und durch eine kleine, etwa 1,7 Meter breite Spalte in der Königin-Alexandra-Bergkette betreten werden kann. Koordinaten: Redigiert. Die Übergangsstelle wird als eine SSOUIS-2, stabil, stationär, ohne Unterstützung, instantan, sicher, zweispurig, Universalüberlappung klassifiziert. Die Landschaft von SCP-1483 ist vor allem durch den Mangel an Oberflächeneis gekennzeichnet. Der größte Teil des Kontinents besteht aus einer zentralen BWH-Wüstenregion, durchzogen von saisonalen Flüssen und Seen. Die Vegetation ist spärlich und besteht hauptsächlich aus Küstenwäldern und Buschland. Landwirtschaft wird in den Sommermonaten durch eine komplexe Reihe von Bewässerungskanälen und großen Plantagen unter Ausnutzung der Gletscherschmelze betrieben. Die durchschnittliche Sommertemperatur beträgt ca. 35 Grad Celsius, während sie im Winter auf minus 35 Grad Celsius absinkt. Die Ursache dieser Temperaturschwankungen und die Auswirkungen auf das restliche Klima des Planeten sind derzeit nicht bekannt. Viele Arten der in SCP-1483 heimischen Lebewesen haben keine Ähnlichkeit mit Baseline-Arten und einige wurden von SCP-1483-1 speziell gezüchtet oder anderweitig modifiziert. Es gibt keine Hinweise auf eine biologische Kreuzkontamination zwischen SCP-1483 und unserer Baseline-Realität. Alle Ähnlichkeiten sind das Ergebnis einer konvergenten Evolution. Die Bewohner von SCP-1483 werden als SCP-1483-1, Homo Antarcticus, bezeichnet. Die genaue Abstammung der Art ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt, obwohl vermutet wird, dass es sich beim letzten gemeinsamen Vorfahren mit Homo sapiens um die B-10208-Alpha-1483-Version des Homo heidelbergensis handelt. Es existiert eine einzige Unterart und zahlreiche verschiedene Ethnien sowie mehrere Kladen, welche durch die Anwendung spezieller anormaler Effekte auf bestimmte Bevölkerungsgruppen entstanden sind. Siehe Anhang 02 für eine Auflistung der wichtigsten Kladen von SCP-1483-1. SCP-1483 ist derzeit unter dem dritten antarktischen Kaiserreich vereinigt, einer matriarchalischen imperialistischen Monarchie, die 17 abhängige Provinzen verwaltet. Eine direkte Übersetzung des vollen Titels der Regierung ist Dritte Domäne der Enkelin des Südens unter der Sonne auf dem Thron der Knochen. Die Provinzregierungen sind einem zentralen Regierungsministerium untergeordnet, welches von der Hauptstadt aus operiert. Der derzeitig herrschende kaiserliche Staat wurde 1526 nach Christus gegründet und stellt den dritten Fall dar, in dem der Kontinent bisher vereinigt wurde. Aufzeichnungen aus den Jahren vor 2-151, 535 nach Christus, dem Jahr der Restrukturierung der bürokratischen Struktur und der Vereinheitlichung der Sprache nach dem Verlust der Halle der Geschichte, sind selten und im Allgemeinen ungenau. Das technologische Niveau des Kaiserreichs entspricht bis auf einige Ausnahmen in etwa dem des 20. Jahrhunderts. Kernenergie, Geothermie und Solarenergie sind weit verbreiteter als fossile Brennstoffe, während Kommunikations- und Raumfahrttechnologien deutlich hinter der Baseline zurückbleiben. Drahtgebundene Telekommunikations- und primitive Rechensysteme gibt es nur in entwickelten Gebieten. Die Mehrheit der Bevölkerung von SCP-1483 lebt in städtischen Zentren, die durch ein Eisenbahnnetz oder große Plantagensiedlungen miteinander verbunden sind.
Die meisten Siedlungen enthalten unterirdische Bezirke, die während der Wintermonate bewohnt werden. Die vorherrschende kaiserliche Kultur kann als ein stark geschichtetes, von Frauen dominiertes Klassensystem beschrieben werden, obwohl es in abgelegenen Gebieten regionale Varianten oder das Fortbestehen älterer Kulturstrukturen gibt. Die Existenz anormaler Objekte ist innerhalb des Reichs allgemein bekannt. Diese fallen in Jurisdiktionen des Kaiserlichen Instituts für Paranatürliche und Esoterische Studien, welches bei Bedarf auch den Einsatz militärischer Gewalt autorisiert. Die Foundation gilt offiziell als eine öffentliche Abteilung des Keepers. Die Anwesenheit und die Arbeit der Foundation in SCP-1483 wird zwar von den kaiserlichen Behörden toleriert, jedoch ist Arbeit nur in genehmigten Gebieten erlaubt. Der Zugriff auf versiegelte Aufzeichnungen, spezifische Informationen über Gegenstände, welche unter der Kontrolle des Instituts stehen, sowie alle Informationen, die vom Kaiserreich oder vom Keepers als sensibel eingestuft werden, wird ebenfalls beschränkt. Siehe Anhang 01 für eine Auflistung der wichtigsten anormalen Objekte unter kaiserlicher Kontrolle. Auf die Frage nach den Regionen außerhalb der Grenzen von SCP-1483 antwortete eine kaiserliche Kontaktperson: Die Machenschaften der Wilden und ihre verrottenden Ländereien interessieren uns nicht. Verschwendet ihr nicht eure Zeit damit, nach ihnen zu fragen. Anhang 01. Das Keepers hat seit seiner Gründung während des Zweiten Kaiserreichs im Jahre 2-230, 632 nach Christus, über 3000 anormale Objekte und Entitäten katalogisiert. Bemerkenswert ist das Auftreten von Mustern und Ähnlichkeiten bei bestimmten anormalen Objekten, welche so nicht innerhalb unserer Baseline-Realität existieren und scheinbar eine Verbindung zu SCP-1483-C aufweisen. Das Institut verfolgt in Bezug auf anormale Gegenstände eine Philosophie der Zerstörung von Bedrohungen und ansonsten dem Studium und einer öffentlichen Aufarbeitung. Etwa 500 Gegenstände werden derzeit vom Institut aktiv verwahrt oder überwacht. Zu den nennenswertesten gehören SCP-1483-A, Sanak Tui. Die Überreste eines riesigen, unbekannten Organismus, von dem ein Großteil derzeit als Rahmenstruktur für den kaiserlichen Palast dient. Schätzungen über die ursprünglichen Ausmaße von SCP-1483-A gehen davon aus, dass die Kreatur mehr als 10.000 Tonnen gewogen hat. Darstellungen der Entität finden sich häufig in der lokalen Folklore, wenn auch häufig mit unbewiesenen oder widersprüchlichen Zuweisungen. Es lässt sich allerdings mit Sicherheit sagen, dass der Tod von SCP-1483-A zur Gründung des Ersten Reichs geführt hat. SCP-1483-B, die Schlünde von Aeser. Eine Reihe von IMOUI-G1, instabil, mobil, ohne Unterstützung, instantan, gefährlich, einspurig. Universalüberlappungen, die sich zufällig in SCP-1483 manifestieren. Diese Überlappungen sind zwar sicht, aber nicht greifbar und erscheinen als dunkle Wolken am Boden. Ihr Erscheinen wird von der Manifestation von 3 bis 20 SCP-1483-1F begleitet, die alles Leben in ihrem Weg verzehren und für etwa 1 bis 6 Stunden bestehen. Die Dauer der Manifestation variiert zwischen 15 Sekunden und bis zu 45 Tagen, mit einem durchschnittlichen Wert von 10 bis 12 Stunden. SCP-1483-C, die Segnungen von Arkum. Ein Sammelbegriff für 18 bekannte Schulen okkulter Praxis. Es gibt die unbestätigte Behauptung aus Sagen, dass sich diese Schulen durch eine Reihe von Objekten entwickelt haben, die verwendet wurden, um SCP-1483-A zu töten. Obwohl bekannt ist, dass Formen von SCP-1483-C für Veränderungen an der Bevölkerung angewendet wurden und dass die 18 Schulen im gesamten Reich praktiziert werden, unterliegen Informationen über SCP-1483-C einer vehementen Regulierung durch das Institut. Anhang 02. Nennenswerte Kladen von SCP-1483-1. SCP-1483-1-A. Der Sommerhof. Die Mehrheit der Bevölkerung von SCP-1483-1. Im Allgemeinen ähnlich der Baseline-Menschheit, jedoch widerstandsfähiger gegen extreme Temperaturen und mit einem insgesamt breiteren Körperbau. SCP-1483-1b. Der Schwarze Hof. Eine Unterart von SCP-1483-1, die darauf spezialisiert ist, unter winterlichen Bedingungen durch eine dicke Schicht aus Körperfett und Fell zu überleben, unfähig sich mit anderen Kladen zu vermehren. SCP-1483-1b übernimmt in den Wintermonaten traditionell die meisten Facetten des öffentlichen Lebens, darunter Senat, Militär und Verwaltung. Die Sommermonate werden von ihnen in Nomadengemeinschaften verbracht. SCP-1483-1c – Ausbesserer. Mitglieder der religiösen Hierarchie des Kaiserreichs, die ein zweites Paar Arme besitzen. Segmente eines scheinbar metallischen Exoskeletts umgeben den Torso und die Gliedmaßen. Sind in der Lage, Instanzen von SCP-1483-B zu zerstören. SCP-1483-1D. Beobachter von allem. Die seltenste Klade von SCP-1483-1, die in der Regel in speziellen Positionen unter direkter Anweisung der Kaiserin oder führender Gruppen von SCP-1483-1C dient. SCP-1483-1D Exemplare sind etwa 2,5 Meter groß, besitzen zwei zusätzliche Armpaare und haben umfangreichere Versionen des SCP-1483-1C Exoskeletts. Iris und Sklera der Augen sind komplett schwarz.
Mythen behaupten, dass SCP-1483-1D sämtliche Segnungen von SCP-1483-C erhalten haben. SCP-1483-1E, niedere Clan. Diese Klassifizierung umfasst alle kleinen Clanen, die in abgelegenen Provinzen beheimatet sind und von der Foundation noch nicht im Detail untersucht wurden. SCP-1483-1F, Verzehrlinge. Entitäten, die sich neben SCP-1483-B-Instanzen manifestieren. SCP-1483-1F erscheinen als ausgemergelte SCP-1483-1A und zeigen unter den verschiedenen Clanen einen einzigartigen Hang zur Gewalttätigkeit auf. Jeder lebende Organismus in ihrer Nähe wird zum Ziel körperlicher Angriffe. Anhang 03. Im Folgenden eine Chronik der Aktivitäten der Foundation in SCP-1483. 1912. Der erste Beweis für die Existenz von SCP-1483 geht auf das Tagebuch eines zurück. Einem Mitglied der britischen Antarktis-Expedition von 1910 unter Robert Falcon Scott behauptete, dass dunkelhäutige humanoide Figuren aus einer Bergspalte hervorgekommen wären. Er war zwar nicht in der Lage, Kontakt zu den Entitäten herzustellen, konnte aber dennoch detaillierte Beschreibungen dieser liefern. Hat kein anderes Mitglied der Expedition über die Begebenheit informiert. 1998. Das Tagebuch wurde in einem zu Marshall Carter und Dark gehörenden Auktionshaus geborgen. Es wurde im Anschluss ohne nähere Untersuchung katalogisiert. 1991. Das Tagebuch wird von Dr. Edith Yard aus der Lagerung genommen. Pläne für eine Expedition sind in Arbeit. 1994. Eine Aufklärungseinheit bestehend aus Einsatzkommando J15 macht den ersten Vorstoß in SCP-1483. O58 drängt auf die weitere Erforschung von SCP-1483 und den Kontakt zu den Einheimischen. 1996. Eine zweite Aufklärungsmission wird von J15 durchgeführt. 1997. Die dritte und letzte Aufklärungsmission wird von J15 durchgeführt. 1998. Die Yard-Expedition nimmt zum ersten Mal Kontakt mit der kaiserlichen Regierung auf. 2000. Die Botschaft der Foundation wird in der Reichshauptstadt Rotrell gegründet. Offizielle Vereinbarungen über die Tätigkeit dieser werden von Kaiserin Utmai Cien der VI. Unterzeichnet, die die Rechte und Funktionen des Foundation-Personals innerhalb SCP-1483 und das Verfahren für die Kommunikation mit der Außenwelt festlegen. 2000. Dr. Edith Yard wird zur Kommissarin befördert. Die Dust-Zeitstation wird am Übergangspunkt gebaut. 2002. Falcon-Station wird auf unserer Seite des Übergangs gebaut. 2004. Standort 1483-Alpha wird in der Provinz Sakin gebaut. 2007. Standort 1483-Beta wird in der Provinz Grauberg gebaut. 2009. Standort 1483-Gamma wird in der Provinz Isul gebaut. 2010. Dr. Edith Yard stirbt an einer Atemwegsinfektion. 2011. Dr. Thomas Bailey wird zum Kommissar ernannt. Hallo meine lieben Freunde da draußen an euren Empfangsgeräten, hier spricht mal wieder Flo, was witzig ist, weil ich ja sowieso schon die ganze Zeit spreche, und ich wollte mich noch einmal entschuldigen für den Mangel an neuen Videos jetzt im Juni. Das lag, wie bereits im letzten Video erwähnt, am aufkommenden Theaterstress. Sollte sich jetzt allerdings wieder einigermaßen entspannen und beruhigen, da wir am Freitag unsere Premiere haben. Falls ihr dennoch etwas betrübt seid über den mangelnden Videos, den es jetzt im Monat über gab, kann ich euch beruhigen. Natürlich habe ich weiterhin Videos gemacht, nur diesmal nicht für Ingressive, sondern für meine Theatergruppe als Promomaterial, und wenn ihr wollt, könnt ihr hier links euch einen kleinen Eindruck davon verschaffen. Ein bisschen was anderes, aber hey, schadet ja nie. Bis zum nächsten Video. Flo.